Druid. Find ihn halt nicht so geil. Er kann sich halt teleportieren und wenn man in die Augen schaut, kann er halt dann bluten. Dann blutest du halt. Mach das halt auch nicht. Warte, wie geht das? Hintereinander wie Spam. Das habe ich schon auf dem PTV gemacht. Also. Kann man wirklich einfach dann das im Startmenü auf zum Testserver wechseln drücken. Das muss man bei Steam selber machen. Oh, die Hexe. Natürlich geht sie direkt auf mich los. Warum gehen die alle direkt immer auf mich los? Na, jetzt will sie mit. Ich glaube, man könnte sagen, ich habe ansteckende Angst, so wie dieser Perk ist. Prost, Schuss. Wie sagt man da? Schulter, oder? Weiß ich. Boah, ich möchte mir so unbedingt angewöhnen, mal mit Kontrolle nicht zu spielen, also mit Tastatur. Oh, ein grüner Koffer, ich behalte meinen goldenen. Wie, was war eigentlich deine Reaktion darauf, dass ich dir die Taschenlampe gegeben habe? Ich glaube, sowas findet man auch nicht alle Tage, dass jemand einem eine Flashlight von einer Events schenkt, oder? Nö. Ja. Möchtest du die überhaupt eigentlich auch verbrauchen, wenn du eine Flashlight von Events hast? Nö, ich nehme die gar nicht mehr mit, weil die so selten sind. Ja, würde ich auch machen. Außer wenn du natürlich zwei Tasten, zwei Flashlights von ewiger Fäule hast und die dann zurücksetzen möchtest. So wie ich. Mich erinnert dieses Laufen, wenn man so ganz normal lauft, das erinnert mich halt so an, wenn Michael Myers stalkt. Ah, die macht überall Fallen hin. Man kann auch über die Fallen nur, wenn man kriecht, oder? Ja, oder man löst sie halt aus. Ach, ja. Oh, wow, als ob das getroffen hat. Wie das Myers der gruseligste Killer ist. Ja, ich finde jetzt Myers nicht so gruselig. Ich habe das Gefühl, wir machen gerade alle keinen Shit, oder? Also, ich werde gerade gejagt. Und ich laufe ums Haus. Ich glaube, der stärkste Killer ist sozusagen Oni, also was heißt so, ich meine jetzt nicht mit in-game OP, aber ich meine halt allgemein so, ich meine, würde er jetzt zum Beispiel gegen Hexe spielen, ich glaube, der würde sie einmal treten, dann ist schon Schluss. Hi, ja, hier darf ich mitmachen, geil, danke. Channel ist fertig, geil. Die kommt wieder. Mann. Stell dir vor, ein Spieler muss 5 Chans machen. Unmöglich. Oh Gott. Ich war doch gerade jemand. Kommt. Ja, da. Nee, was? Süß. Kann man mit Deadhard da. Entschuldigung. Kann man mit Deadhard über das Loch gehen? Ich glaube ja. Ich möchte es halt ausprobieren. Klar, dann verschwende ich's, aber man muss auch mal neue Sachen ausprobieren, oder? Also damals also ging es. Ich weiß nicht mal, ob es heutzutage noch geht. Das wäre halt voll OP eigentlich. Aber gut, ich probier's einfach. Ach so. Obwohl, warte, wir können's testen. Ich habe jetzt der Tat, ich will mal gut. So, komm mal ein bisschen Anlauf. So. Okay, und? Ne, klappt nicht mehr. Ja, ich probier auch mal, vielleicht. Ich kann überhaupt kein Deadhard gerade benutzen. Wo bist du? Ach, da bist du. Da kommt ja von hinten auf einmal. Wie wir gerade in Ruhe in unserer Wohnung sind. Oh, soll ich. Wir schaffen das, oder? Ja, schaffen wir. Ja. Wir schaffen das. Ich hab noch den Perk dabei. Oder das. Ich glaube, sie kommen. Ja. Na, was machen sie nun? Jetzt. Nutz doch! Oh, nice. Nein! Immer die. Oh fuck.
Es heißt Le- Oh nein! 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 Ich springe ihr direkt auf den Kopf. Ja, sie geht andersrum. Ach, im Keller. Oh. Ganz hinten auch. Stell dir vor, es gibt Galgen bei den Leuten. Dann würde man eigentlich direkt sterben, glaube ich. Oder? Sie hat mich nicht gesehen. Oh mein Gott. Oh, jetzt hat sie mich gesehen. Okay. Aber ich finde eigentlich, dass Haken die beste Methode ist in Dead by Daylight. Die passen so gut rein. Oh, ich will nicht wiggeln. Ich möchte nicht wieder meine Finger. Ja, sie campt. Okay. Ich hab einen toten Finger zu lassen, geht aber glaube ich nur alle Stunden einmal. Weil ich bin glaube ich der einzige Mensch, der es nicht schafft, immer so seine Finger knacken zu lassen. Jetzt kann es immer sein, dass ich nicht so viel rede, weil ich mich aufs Wiggeln konzentriere. Dann rede ich manchmal auch schneller. Jetzt wäre die Chance zu retten. Ich versuch's. Oh wow. Die portet sich. Nein! Sorry, ich hab. Es tut mir leid. Ich muss da immer so lachen, wenn ich das mache. Ich wollte nur meine Hand wechseln. Und da kommst du einmal auf die falsche Taste und du bist tot. Warum wird das nicht abgeschafft in Dead by Daylight? Warum? Ich hasse das. Aber als ich mit dem Spiel begonnen habe, konnte ich das auch nicht. Aber wenn man es gewohnt ist, dann ja. Das ist ja nicht schlimm, weil ich glaube, die meisten mögen mich dafür überhaupt nicht. Oh, ich dachte gerade, das ist Meyers. Ich sag grad so auf wie Meyers. Was macht ihr da? Ist sie nur Metallien, aber ach, sie kann nicht. So, ja, jetzt. Ich glaube, falsche Position. Da kommt die Klödia noch. Wie sie so langsam da anschleicht. Wie sieht das denn aus? Ja, ich weiß. Da kriechen alle. Was ist eigentlich dein Lieblingsglücksbringer? Dieses Gefäß. Oh. Ah, okay, das finde ich auch geil. Weil das schon sehr alt ist. Ja. Ich wünschte, man könnte traden in Dead by Daylight. Dann würde ich dir was schenken, glaube ich. Und zwar... weiß ich nicht. Traden wäre halt besser, wie wenn du jetzt eine Runde gehst und dann sage ich, ich gebe dir diese Flash dann zum Beispiel. Ah ja. Rennen. Was machst du? Hä? Ja, sie wird jetzt campen. So, ich häng einfach ab. Geil. Oh, oh. Oh. Das tut weh. Ich glaube, sie wollte eigentlich nicht tunneln. Und doch, die spielt richtig merkwürdig. So wie so ein... Ja, jetzt geht sie zurück. Ja. Ich hab aber eine Toolbox. Ah, ja. Kein wohnst Strike. Du eigentlich alleine oder wohnst du noch bei deinen Eltern? Eltern. Ah, ich auch. Oh. Hi. Schatz. Was denkst du deine Eltern, wenn sie die Leertaste immer hören? Das frage ich mich auch. Ja. Als hättest du deine Leertaste mit einer GPL-Box verbunden. Ey, das hab ich doch gesehen. Was zur Hölle? Also ich glaube, damit machen wir uns gerade die Runde kaputt. Ja. Klar, es könnte eine Hedge geben. Okay. Ich häng ab. Ja, okay, sie macht schon.
Was machst du denn? Ich tank, ich tank. Hä? Ich will tanken. Wieso ist die jetzt da gewesen? What the fuck, die war gerade noch da. Egal. Ich weiß, wo noch ein Jen ist. Was soll hier unten? Was guckst du eigentlich für TikToker oder guckst du mal ganz schön hinter mir im Duell? Oder gibt's irgendwelche TikToker, die du gerne magst? Ja doch, einen schon, aber der Name fällt mir gar nicht ein. Schreib ihn mal vielleicht. Ist es ein Deutscher? Ja. Dima? Nee, ich weiß gerade nicht, wie heißt es hier. Irgendwas mit M. M, okay. Ich überlege mal. Ich überlege, was es mit M gibt. Mika? It's Mika? Nö. Okay. Der ist irgendwie fett irgendwie. Okay. Marius? Nee, nicht der. Den kenn ich auch. Ich dachte, der. Das hat mich jetzt irgendwie an Marius erinnert. Achso, ja, ich kenn noch irgendwelche Fetten. Aber der schreit immer voll rum. Macht immer seine Mutter nach. Ach, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ich weiß ihn selber nicht den Namen. Hat der nicht als Profil irgendwie so er mit so einem Feuerzeug oder so in der Art? Weiß ich nicht. Könnte sein, weiß ich aber nicht. Ich glaube, ich weiß es, wen du meinst. Du bist bekannter, obwohl ich auf TikTok voll bekannt bin. Also nicht voll bekannt, aber ich habe 2000 Follower. Und du bist trotzdem irgendwie bekannter, glaube ich nicht. Ich finde halt, du bist eigentlich der Einzige, den ich kenne, der halt, auch wenn er nicht immer so wirklich Zuschauer hat, dass er trotzdem streamt. Boah, findest du es schlimm, weil du nicht immer Zuschauer hast? Manchmal ist es schlimm, aber... Naja. Ja, ich habe eigentlich nie welche. Mach einfach. Ein Versuch ist es wert, okay. Ein Versuch ist es immer wert. Ich lass mich sterben. Die wird nicht mehr kommen. Ich wollte gleich unbedingt mal irgendeinen Aufschnitt mit Rucksack kaufen. Wann hast du eigentlich Dead by Daylight angefangen? Als es rauskam. Okay, krass. Ich hab einen Pip verloren für die Runde. Hilfsbereit. Hilfsbereit ist komplett runtergegangen, weil ich einmal abgefarmt habe. Oder sogar zweimal. Ich muss noch was im Archiv aktivieren. Ich vergesse das die ganze Zeit. Ich bin so vergesslich, okay. Ich hab's